Die deutsche Hauptstadt Berlin bietet zahlreiche faszinierende Orte und Sehenswürdigkeiten, die es zu entdecken gilt. Wenn du nicht viel Zeit hast, um die Stadt zu erkunden und auf der Suche nach den Top 10 Sehenswürdigkeiten in Berlin bist, dann habe ich hier genau das Richtige für dich. Entdecke mit mir in diesem Film einige der interessantesten und schönsten Sehenswürdigkeiten Berlins. Von historischen Gebäuden und Museen bis hin zu den besten Einkaufsstraßen und beeindruckenden Aussichtspunkten. Berlin hat wirklich für jeden Geschmack etwas zu bieten. So sagte John F. Kennedy einst, alle freien Menschen, wo immer sie leben mögen, sind Bürger Berlins. Und deshalb bin ich als freier Mensch stolz darauf, sagen zu können, ich bin ein Berliner. Diese bewegenden Worte sind bis heute ein Symbol für die Freiheit und Einheit der Stadt. Reise nun mit mir zu den absoluten Höhepunkten Berlins und lasse dich von der einzigartigen Atmosphäre und Vielfalt der Stadt verzaubern. Und auf dem Weg werde ich dir einige Tipps und den aktuell angesagtesten Geheimtipp in Berlin zeigen. Willkommen in Berlin, der Hauptstadt von Deutschland. Der Reichstag, das wohl berühmteste Gebäude hier, ist ein Muss für alle Besucher. Die gläserne Kuppel und die Dachterrasse bieten einen atemberaubenden Blick auf die Stadt und die Umgebung, einschließlich des Brandenburger Tors. Wenn du mehr über den Reichstag erfahren und entdecken willst, kannst du auch an einer täglichen Hausführung teilnehmen. Wenn du die Stadt aus einer anderen Perspektive erleben möchtest und auch den Reichstag, dann empfehle ich dir eine Bootstour entlang des Regierungsviertels und anderer Highlights. In der Videobeschreibung findest du die günstigsten Discount-Tickets dafür. Berlin zu erkunden ist eine tolle Erfahrung und das Brandenburger Tor ist ein Muss für jeden Berlin-Besucher. Es wurde 1791 erbaut und war eines der vielen Stadttore, die das damals noch kleinere Berlin umgaben. Während der Wiedervereinigung diente es auch als Grenze zwischen Ost- und West-Berlin. Damit war es auch die Grenze zwischen den NATO-Staaten und den Ländern des Warschauer Pakts. So ist es für viele Menschen nach dem Fall der Mauer zu einem Symbol für Frieden und Einheit geworden. Wenn du auf der Suche nach einer einfachen und unterhaltsamen Möglichkeit bist, einige der wichtigsten Sehenswürdigkeiten Berlins schnell zu erkunden, empfehle ich dir die Hop-On, Hop-Off-Bustour mit Live-Kommentar. Mit dieser Tour bekommst du die besten Sehenswürdigkeiten in kürzester Zeit zu sehen. Wenn es um beeindruckende Sehenswürdigkeiten in Berlin geht, muss der Fernsehturm ganz oben auf der Liste stehen. Mit einer Höhe von 368 Metern ist er das höchste Bauwerk Berlins und schon von weitem zu sehen. Er wurde in den 1960er Jahren erbaut und bietet den Besuchern einen atemberaubenden 360-Grad-Panoramablick auf die ganze Stadt. Der Fernsehturm steht direkt auf dem berühmten Alexanderplatz, der das Zentrum des alten Ostberlins markiert. Wichtig zu wissen, kaufe die Tickets nicht vor Ort. Wenn gutes Wetter ist, sind die Schlangen am Ticketschalter sehr lang und die Wartezeiten dementsprechend auch. Kaufe deshalb deine Tickets schneller und günstiger online. Ich persönlich finde die Aussicht vom Berliner Fernsehturm immer wieder beeindruckend. Wenn ich an Berlin denke, kommt mir als erstes der Checkpoint Charlie in den Sinn. Denn er ist einer der berühmtesten Orte in Berlin. Der berüchtigte Grenzübergang zwischen Ost- und West-Berlin, der von 1961 bis zur Wiedervereinigung Deutschlands 1990 genutzt wurde. Einst ein Ort, der den US-amerikanischen und den sowjetischen Sektor verbunden hat, so verbindet er heute den West-Berliner Stadtteil Kreuzberg und den Ost-Berliner Bezirk Mitte. Die Wachtürme und Schlagbäume erinnern an einen der historischen Orte der Teilung von Deutschland. Mit der Berlin Welcome Card erhältst du bei vielen Partnern Rabatte bis zu 50%, kannst die öffentlichen Verkehrsmittel kostenlos nutzen und bekommst einen Reiseführer für die Hosentasche. Ein günstiges Angebot für die Berlin Welcome Card findest du in der Videobeschreibung. Wann immer ich Berlin erkunde, ist der Gendarmenmarkt einer der schönsten Orte, die mich jedes Mal wieder beeindrucken. Er befindet sich in der Nähe der Friedrichstraße und ist ein Muss für jeden, der diese einzigartige Stadt besucht. Mit dem von Schinkel entworfenen Konzertsaal und dem Deutschen Dom, dem Französischen Dom in unmittelbarer Nähe, kann man nicht anders als von seiner Schönheit fasziniert zu sein. Übrigens fährt hier natürlich auch die Berliner Hop-On, Hop-Off-Bustour durch.
Eine einfache Möglichkeit, die Top-Sehenswürdigkeiten von Berlin zu erkunden. Immer wenn ich über Berlins beliebteste Einkaufsmeile, den Kurfürstendamm, schlendere, bin ich fasziniert von den edelsten Marken und großen Modeketten, die die Straße säumen. Am einen Ende der Straße liegt der Breitscheidplatz, bei dem die berühmte Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche steht. In der Verlängerung des Kurfürstendamm befindet sich die Taunziehenstraße, in der das KDW, Europas größtes Kaufhaus, liegt. Und wenn du mit deinen Kindern etwas Besonderes unternehmen möchtest, dann besuche den Zoo Berlin, den ältesten Zoo Deutschlands. Einer der schönsten Orte, die du während deines Besuchs in Berlin gesehen haben solltest, ist das Schloss Charlottenburg. Das majestätische Schloss, das etwas außerhalb des Stadtzentrums liegt, wurde 1700 von Friedrich III. Für seine geliebte Frau Sophie Charlotte erbaut. Es liegt in einem malerischen Park an der Spree und ist der ideale Ort für einen gemütlichen Spaziergang oder ein Picknick. Für Kulturinteressierte gibt es in der Schlossstraße, die direkt gegenüber dem Schloss liegt, mehrere Museen zu besichtigen. Einer meiner Lieblingsorte in Berlin ist die Museumsinsel, eine UNESCO-Welterbestätte, die einige der wichtigsten Museen der Stadt beherbergt. Ich bin immer wieder beeindruckt von den ausgestellten Sammlungen, die über 6000 Jahre Kunst- und Kulturgeschichte umfassen. Ob das Bode-Museum, die Alte Nationalgalerie oder das Pergamon-Museum. Besucher erwartet hier viel Sehenswertes aus der Weltgeschichte. Neben diesen unglaublichen Ausstellungen finden Besucher hier auch den majestätischen Berliner Dom. Ein ikonisches Wahrzeichen, dessen Wurzeln bis in das 15. Jahrhundert zurückreicht. Noch ein Tipp von mir: Wenn du die Museumsinsel wirklich erkunden möchtest, ohne dein Budget zu sprengen, empfehle ich dir die Berlin Welcome Card. Damit kannst du eine Menge Geld sparen, als wenn du jedes Mal den Eintritt gesondert bezahlen musst. Wenn ich durch die Straßen Berlin spaziere, führt mich mein Weg oft zur Bernauer Straße. Dort steht die Gedenkstätte Berliner Mauer, die an die Opfer der Teilung erinnert und mir jedes Mal eine Gänsehaut verpasst. Und ein Gefühl der tiefen Dankbarkeit, dass die Armee der USA uns nicht nur von der Schreckensherrschaft der Nationalsozialisten befreit, sondern auch den russischen Vormarsch gestoppt hat. Ich denke, das sollte in Deutschland nie vergessen werden. Die erhaltenen Grenzanlagen mit Wachturm lassen kaum jemand unberührt und vermitteln das damalige Leid auf eindrückliche Weise. Hier kann man die Schrecken der Mauer hautnah miterleben und tief in die Geschichte eintauchen. Neben dem Mauerteil und Wachturm gibt es ein Dokumentationszentrum und die Kapelle der Versöhnung, die weitere Einblicke in die damalige Trennung Berlins geben. Wenn ich durch den Tiergarten, einen der berühmtesten Parks Berlins, spaziere, bewundere ich immer die Siegessäule, die hoch und stolz in seiner Mitte steht. Die 67 Meter hohe Säule mit dem goldenen Engel, der sogenannten Goldelse, ist schon von weitem zu sehen. Wenn du die 285 Stufen hoch auf die Aussichtsplattform gehst, wirst du mit einem wirklich faszinierenden Blick über den Tiergarten und ganz Berlin belohnt. Die im 19. Jahrhundert errichtete Säule sollte ursprünglich an die deutschen Einigungskriege erinnern, ist heute aber ein Symbol für den Frieden. Es ist definitiv eine meiner Top 10 Sehenswürdigkeiten hier. Noch ein Bonustipp zum Schluss: Entdecke Berlin von einer ganz anderen Seite und erkunde die berühmten Hinterhöfe der Stadt mit einer geführten Tour. Lasse dich von den versteckten Gassen und kreativen Orten beeindrucken, die nicht so bekannt sind. Die Guided Tour ist sehr beliebt und die Tickets sind schnell ausverkauft. Aber keine Sorge, auf meinem Blog findest du Discount-Tickets für diese Tour. Schaue einfach in der Videobeschreibung nach dem Link und sichere dir deine Tickets jetzt. Auch zu einigen der anderen Sehenswürdigkeiten in diesem Video findest du auf meinem Blog sehr günstige Discount-Tickets. Und das waren sie also, meine persönlichen Top 10 Sehenswürdigkeiten in Berlin. Doch lässt sich diese faszinierende Stadt keinesfalls in nur 10 Orte und Plätze unterteilen.
Berlin hat eine lange und oft bewegte Geschichte, die sich in den zahlreichen Bauwerken und Wahrzeichen der Stadt widerspiegelt. Deshalb findest du auf meinem Blog noch viele weitere, weniger bekannte Insider-Tipps für deinen Aufenthalt in Berlin. Schau einfach mal vorbei und schreibe mir in den Kommentaren, welche Orte und Plätze deine Lieblingsplätze in Berlin sind. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video, euer Alex.